Und weiter geht's. Diese vier, von denen Tay gesprochen hat. Denkst du, er meinte den Geist, der in dieser Maske gefangen war? Oh, hey, du hast dich gar nicht mal so dumm angestellt. Hast du so etwas schon mal gemacht? Ja klar, Ocarina of Time. Wenn du mich da schon gekannt hättest. Naja. Lass jetzt nur nicht nach. Mach so weiter und rette die anderen da rein. Hey, was ich getan habe, ich meine dein Pferd und so. Ich entschuldige mich. Entschuldigung. So, ich habe mich entschuldigt. Ich will jetzt keine Vorwürfe mehr hören, verstanden? Wir haben der Prinzessin geholfen, so wie es der Affe wollte. Unser nächstes Ziel sind die Berge. Lass uns gehen, damit das Horror-Kid nicht noch mehr Schaden anrichten kann. Wer bist du? Wario? Erfreut dich kennenzulernen. Ich bin die Deko-Prinzessin. Kann es sein, dass du auf Geheiß des Affen gekommen bist? Aha, dachte ich's mir doch. Weißt du, du riechst ein wenig nach Affe. Also hat der Affe geschafft, halt zurückzukommen? Sehr gut. Ich habe schon befürchtet, mein Vater würde den Affen beschuldigen, mich entführt zu haben. Ich dachte sogar, er würde so weit gehen, den armen Affen zu bestrafen. Ha ha ha! Sag nicht. Bist du sicher? Hat Vater das wirklich getan? Schon wieder einer seiner voreiligen Entscheidungen? Gut, wir haben keine Zeit zu verlieren. Rasch, Silvario, hast du etwas, worin du mich in den Palast tragen kannst? Ja, und zwar muss ich sie eine Flasche stecken. Die Deko-Prinzessin hat in der Flasche Platz genommen. Zwar ist es ein wenig eng, aber wenn du dich beeilst, wird es nicht so unbequem. Drücke C, um sie wieder frei zu lassen. Oh, Silvario, wir dürfen keine Zeit verlieren. Rasch, spring mich zum Palast. So. Jetzt kann ich mich, glaube ich, einfach runterstürzen lassen. Ich muss dann gleich sowieso noch mal hin. In den Feen. Oh Gott. Ich bin noch müde irgendwie. Silvario, Breilung, öffne die Flasche und lass mich direkt von meinem Vater frei. Oh, meine Tochter, meine geliebte Tochter, geht es dir auch gut? Ich war so in Sorge. Ach, dummer Vater. Was macht ihr hier? Lasst den Affen auf der Stelle frei.
Oh, Herr Affe, es tut mir über alle Maßen leid, aber mein Vater neigt ständig zu solch vorschnellen Entscheidungen. Das verstehe ich, Prinzessin, vergeben und vergessen, aber was ist mit dem Tempel? Dank Sevario ging alles noch einmal gut aus. Man nennt dich also Vario. Dank dir, dass du dein Versprechen gehalten hast. Als Zeichen unserer Dankbarkeit hat unser Butler etwas für dich vorbereitet. Bitte nimm es an. Du findest deine Belohnung im Schrein rechts des Palastausgangs. Okay. So, bevor ich das nächste Gebiet erkunde, werde ich noch ein paar Sidequests machen. Vario, hab Dank für die Rettung unserer geliebten Prinzessin. Als Zeichen unserer Dankbarkeit haben wir Deko etwas für euch vorbereitet, von dem wir glauben, von dass es euch nützen wird. Ich werde euch dorthin führen. Bitte folgt mir. Na, zum Glück greifen mich diese Gegner nicht an. Es wäre wahrscheinlich sonst zu kompliziert gewesen. Passt. So, ich muss mal ein bisschen konzentriert spielen hier. Die Maske der Düfte haben wir bekommen. Wenn ich euch betrachte, muss ich an meinen Sohn denken, der uns vor Jahren verlassen hat. Eben fühlte ich mich, als würde ich wieder mit meinem Sohn um die Wette laufen.
So. Toll. Mir war eben eingefallen, dass mir von diesen Typen der Eintrag fehlte, aber das kann ich gerade vergessen jetzt. Muss ich nämlich später nochmal kurz dahin. Jetzt porte ich mich nochmal zu den Sümpfen. Dann kann ich das eine Minispiel machen. Dämmerung des zweiten Tages. Es verbleiben 48 Stunden. Nochmals herzlichen Dank für deine Hilfe. Als Belohnung spendiere ich dir eine Freifahrt. Oh, aber warte. Ja, genau wie ich dachte. Es sieht so aus, als wäre der Sumpf entgiftet worden. Warum probierst du nicht etwas Interessantes aus? Ein Spätchen gefällig. Ich fliege auf meinem Besen herum und du versuchst, das Ziel zu treffen. So soll es sein. Aber lass mich erklären. Du zielst nicht auf mich, sondern auf das Ziel. Treff mich und ich werde richtig sauer. Boah, ich hasse es, mit der B-Taste zu schießen. Ehrlich. Hallo, triff doch mal. Danke. Toll. Okay. 35, nicht übel, wenn man bedenkt. Nun gut, wie versprochen, nimm dies. War das nicht spaßig, sollst du mal wieder Lust auf dein Spielchen haben, komm mal wieder. Okay. Ah!
Oh, wie nett, eine Fee. Ach, das ist ein Loch. Okay, dann kann ich jetzt dahin hin zu der Schießbude. Und wir sehen uns dann gleich wieder im nächsten Part. Also, ciao, ciao.